Hey Kameramagier, in diesem Tutorial zeige ich dir so eine Titelanimation, wie du sie hier drüben siehst, in DaVinci Resolve. Und dabei zeige ich dir alles, was du wissen solltest über Text Modifiers, über Masken ziehen und über all das ganze Zeug, was dir ermöglicht, selber Titelanimationen zu machen. Dies ist ein Anfänger-Tutorial für diejenigen unter euch, die nicht so viel Erfahrung haben mit Fusion. Aber wenn du dieses Tutorial gesehen hast, dann weißt du alles, um eigene coole Animationen zu machen. Also begleite mich auf meinen Prozess. Das Wichtigste für jede Animation ist natürlich Inspiration. Und zum Glück habe ich zufälligerweise flüssige Inspiration gleich hier stehen. Johannes, willst du das wirklich als Inspiration nehmen? Dann zeige keine Rauschmittel in deinen Videos. Nein, ich will ein gutes Vorbild sein. Ohne Inspiration, los! Okay, hier in Fusion wollen wir uns zuallererst überlegen, wie soll das Ganze aussehen. Und die meisten modernen, minimalistischen Animationen bestehen zu 90% aus einem Background, dem man eine Farbe gibt oder so, und Formen, also irgendwie sowas. Und ich nehme mir mal ein Rectangle-Tool und natürlich ein Text. Du kannst 90% der Sachen mit diesen drei Nodes machen. Das Rectangle wird quasi die Form von unserem Background. Ne? Indem wir es in den blauen Masken-Input ziehen, übernimmt der Background quasi die Form von dem Rectangle. Und jetzt müssen wir das bloß noch mit dem Text verbinden. Dazu nehmen wir den Text und ziehen den auf das Viereck vom Background. Es erstellt automatisch eine Merge Node. Und jetzt haben wir quasi, wenn wir hier jetzt noch Text eingeben und uns die Merge Node anzeigen lassen, haben wir Text. Supi. Damit hätten wir schon mal eine erste Möglichkeit. Und das, was heutzutage vor allen Dingen oft genutzt wird, sind halt Masken im Text. Also, dass zum Beispiel der Text durch das Rechteck begrenzt wird. Und das können wir einfach machen, indem wir ganz einfach in die Maske von dem Text reingehen. Und jetzt können wir einfach mit dem Width-Slider quasi zeigen, wo unser Text stehen soll. Es gibt noch die andere Möglichkeit, das hier in die Maske des Merges reinzunehmen, was quasi genau dasselbe macht für uns jetzt im Endeffekt. Aber es macht einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Text hole, den verbinde und den jetzt hier in den Foreground ziehe. Seht ihr, der untere Text, der hier ist, der ist schon wieder mit draußen. Bei dem hier ist es so, dass er mit drin ist, weil wir müssten ja die Maske von dem Rectangle auch wieder zu dem hinzufügen. Aber wie ihr seht, ist der Text hier noch da und das liegt daran, dass er quasi hier im Merge verschoben würde und nicht in dem Text selbst. Seht ihr das? Das ist der Unterschied. Das heißt, es ist immer grundsätzlich ratsam, seine Begrenzung bei den Merges anzusetzen, weil so haben wir die Möglichkeit, den Text einzeln zu animieren, ohne unnötiges Maskengefitzel für jeden Text einzustellen. Das heißt, grundsätzlich Maske in den Merge. Macht auf jeden Fall viel mehr Sinn. So. Nachdem wir das haben, können wir jetzt voranschreiten, eine simple Animation zu machen. Und das geht über Keyframes. Ganz wichtig zu wissen, die Keyframes, die wir jetzt als nächstes setzen, sind erstmal nur die Keyframes, die das Timing bestimmen. Die Animation nachher auszusmoven, machen wir dann viel später, weil es kann sein, dass sich noch was änderst und wenn du dich an einem Keyframe aufhältst, den hübsch zu machen, und dann am Ende noch einer dazukommst und er merkt, der muss nochmal anders, dann hältst du dich viel zu lange mit einem und denselben Keyframe auf. Um wirklich schnell zu arbeiten, konzentriere dich zuerst aufs Timing und darauf, alles in die Animation reinzubauen, was du brauchst. Und dann als letzten Schritt bearbeitest du die Keyframes, dass sie smooth sind. Und das zeige ich dir nachher noch. Und zwar werden wir einfach jetzt Keyframes setzen, die wir quasi hier im Keyframe Editor hin und her schieben und erst dann, wenn wir das Timing haben, dann öffnen wir die Splines und gucken uns die Splines an, wo was liegt und wie etwas ausgesmoothed werden kann. Ich möchte ungefähr eine Sekunde brauchen, dass mein Rectangle breit wird. Also so breit, wie es jetzt ist. Na gut, vielleicht noch ein bisschen breiter. So, stellen wir jetzt so ein und klicken mit der Width hier hinten auf das Rautensymbol, was einen Keyframe setzt. So, jetzt gehen wir zurück auf 0.
und ziehen das Ganze auf 0. Jetzt hat es automatisch, wenn du hier mal reinguckst, auch einen Keyframe gesetzt. Das sind diese weißen Striche hier unten. Und die kannst du ziehen und wenden, um das Timing anzupassen. Du siehst auch jedes Mal in deiner Timeline, ob du für das Ding, was du gerade ausgewählt hast, einen Keyframe hast. Für den Background zum Beispiel haben wir noch keine Keyframes. Und deswegen ist die Timeline hier leer. Klicke ich allerdings auf das Rectangle Tool, siehst du hier diesen weißen Strich. Und könnte ich hier näher ranzoomen, würde man auch für 0 einen weißen Strich sehen. Und die Keyframes machen, dass sich quasi von Wert A zu Wert B das Ganze automatisch im Verlauf, in einem stetigen Verlauf, also komplett linear, bewegt. Würde ich jetzt noch wollen, dass mein Background irgendwie eine Farbänderung durchführt, könnte ich das jetzt auch hier Keyframe. Aber viel interessanter wäre es, dem Ganzen einen Color Corrector hinzuzufügen und den Hue von hier nach hier leicht zu verändern. Ihr seht schon, das swipet mit. Und jetzt kann ich quasi, durch das nur der Hue geändert wird, hier jegliche Farbe ändern und die Animation geht automatisch mit. Seht ihr das? Der ist am Anfang ein bisschen lila und dann wird er erst blau. Denkt immer daran, mit den Werten zu spielen ist die eine Sache. Man möchte erstmal das grobe Gerüst aufbauen. So. Als nächstes wäre es an der Zeit, etwas von dem Text zu animieren. Und wollen wir zum Beispiel den Text nacheinander aufploppen lassen, so würde ich auf Style Text mit Rechtsklick draufklicken und Follower auswählen. Jetzt haben wir einen Modifier hier drüben, der uns Folgendes ermöglicht. Er ermöglicht uns, die Characters, also jeden Buchstaben von links nach rechts, nach und nach zu animieren mit einem Delay von 1 oder 2 maximal, weil das ist pro Frame gerechnet. Jetzt kann ich hier im Follower verschiedene Dinge anpassen. Und zwar unter Shading kann ich hier unten zum Beispiel die Position verändern. 0. So, jetzt gehen wir ein paar Sachen nach vorne, setzen noch einen Keyframe, gehen zum letzten Keyframe und ziehen hier den Y-Offset runter, bis er raus ist. Was das Ganze jetzt macht, du siehst, wie der Text nach und nach hochkommt. Der sieht jetzt noch nicht schön aus, glaub mir, der wird gleich schön, wenn wir das Ganze ausmoven. Jetzt haben wir hier eine Titelanimation quasi. Nachdem wir jetzt unsere Basic Animation gemacht haben, ist es Zeit, das Ganze hübsch und smooth zu machen. So, und dafür machen wir die Keyframes zu und rufen uns unsere Splines auf. So, und machen einmal alles an. Der einfachste Weg, um einfach alles ein bisschen natürlicher wirken zu lassen, ist, indem wir alles langsam starten lassen und langsam aufhören lassen. Dazu markieren wir uns einfach alles und drücken kurz S und schon siehst du, ist die Animation schon ein bisschen smoother geworden, aber der Text hält mir persönlich immer noch zu hart. Das heißt, ich werde jetzt gucken, wo ist mein Text hier und das ist dieser Offset dieser Displays. Da siehst du schon, der geht A viel zu stark rein. Das heißt, ich verschiebe den Keyframe ein bisschen nach hinten und ziehe hier den Henkel ein bisschen weiter raus und werde diesen Henkel hier ganz nach oben einfaden lassen. Dadurch kommt der Text jetzt viel schneller rein, aber stoppt viel langsamer. Ne? Um es dir mal in einem Beispiel deutlich zu machen, hast du schon mal einen Ball gesehen, der einfach gerade nach oben fliegt und dann sofort oben wieder umdreht und runterfällt? Das wirkt sehr unnatürlich, weil die Erdanziehungskraft ist ja so, dass sie den Ball stehen bleiben lässt und dann wieder fallen lässt und ihn wieder beschleunigt. Und diese nicht graduelle, sondern exponentielle Geschwindigkeitsveränderung, die zeigt sich in den Splines. Und indem wir hier diese Kurven anstatt geradlinig etwas rund machen, haben wir schon viel erreicht, um eine Animation richtig schön aussehen zu lassen. Je mehr wir diese Kurven abrunden, umso schöner ist die Animation. Wenn ich mit dem Bearbeiten von Splines fertig bin, ich bin jetzt zum Beispiel mit dem Text fertig, dann kann man einfach hier den Text ausgrauen oder ganz ausblenden lassen. So, hier, diese Bewegung, die gefällt mir noch nicht so richtig. Da will ich auf jeden Fall, dass das Ganze ein bisschen mehr smooth am Anfang losgeht und ein bisschen smooth endet.
Jo, das sieht doch schon ganz okay aus. So, und das Allerwichtigste, um eine moderne Textanimation zu machen, ist natürlich, dass wir eine moderne Schrift haben. Und Open Sans ist eine gute Schrift, eine super Schrift. Was du auf keinen Fall haben willst, sowas wie Times New Roman, also alles, was solche Serifen hat und sieht meistens ein bisschen altbacken aus, ne? Und vor allem willst du keine wie die in meinem Logo, so Björn Ryder oder sowas, sieht auf einer Textanimation so beschissen aus. Ich finde es auch mega cool, aber in so einem Stil willst du es nicht anbieten. Das heißt, bleib bei Open Sans oder einem Montserrat. Und damit haben wir unsere Einstiegsanimation. Wenn du jetzt auch noch willst, dass das genauso ausfadet, dann gibt es einen ganz kleinen Trick. Und zwar machst du folgendes. Du holst dir eine Dissolve Note und eine Timespeed Note und gehst mit dem letzten Merge deiner Animation in das Dissolve rein, in den Background und in das Timespeed. Und das Timespeed, das wird hier minus 1. Ja, damit spielt sich die ganze Zeit rückwärts ab. So, und dann gehen wir von dem Timespeed in den Foreground rein und ab der Hälfte ungefähr setzen wir einen Keyframe, gehen ein Frame nach vorne und switchen das auf 1 und somit haben wir jetzt eine Animation, die ab der Hälfte der Zeit rückwärts läuft. Seht ihr das, meine Freunde? Und schon haben wir eine ganz einfache An- und Ab-Animation. Das Ganze kann man sogar noch mit einer Expression automatisieren. Aber Expressions sind ein Thema für sich, für eins der nächsten Videos. Was auch noch immer hilfreich ist, ist im Text-Tool ganz hinten Motion Blur zu aktivieren und die Qualität davon auf 5 zu setzen. Das seht ihr, wenn ich die Motion Blur auf 0 habe, seht ihr das? Das ist dann einfach nur ein hartes Bild und wenn ich die Motion Blur auf 5 habe, oder auf 6, na, dann seht ihr, das verschwimmt so ein bisschen. Das sieht einfach mehr natürlicher aus. Je höher die Qualität ist, umso mehr Renderkraft braucht natürlich deine Maschine. Aber das ist alles, was du brauchst, um eine einfache Animation zu machen. So, und damit kann ich einfach in mein Media Out gehen und jetzt habe ich meine Animation fertig. Du könntest jetzt noch kleine Akzente und sowas hinzufügen, aber das wäre zu lang für dieses Tutorial. Wenn du Lust hast, mal nachzusehen, wie ich das mit den weißen Akzenten gemacht habe, dann lad dir doch hier dieses Projekt unten in der Beschreibung runter. Da siehst du dann den kompletten Bau. Ich hoffe, du hast in diesem Video nicht mega viel, sondern das Wichtigste gelernt, damit du jetzt loslegen kannst, eigene Animationen zu machen. Und mein Tipp, such mal das Internet nach irgendwelchen Animationen und versuch sie zu kopieren. Guck, wie du die Masken ziehst und baue aktiv eigene, weil nur das wird dir wirklich helfen, Fusion zu verstehen, wie du Dinge baust. Und glaub mir, ich habe das einen Monat lang durchgezogen, jeden Tag versucht, etwas nachzubauen. Ich bin nicht mit allem fertig geworden und ich bin auch nicht mit allem glücklich, aber am Ende wusste ich mehr über Fusion und was ich brauchte für Titelanimationen als vorher. Wenn du dir mal das Ergebnis dieser Challenge ansehen möchtest, dann lad dir doch mein Instagram und mein Title Pack runter. Da sind alle Fusion Comps drin, die ich in diesem Monat erstellt habe. Die kannst du einfach in Fusion reinziehen und angucken, wie ich die Dinge dort erstellt habe. Und das gibt dir natürlich auch wieder die Möglichkeit zu lernen. Ich hoffe, du hast den Kanal abonniert, denn hier wird es in Zukunft noch viel, viel mehr geile DaVinci Resolve Tutorials geben. Und wir sehen uns beim nächsten. Ciao! Hallo mein Freund, wenn du ein...